So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Grün. Wir sitzen mit in einem Kampf gegen ein kleines Quapsel. Das werde ich versuchen jetzt einzufangen, denn das ist das letzte Pokémon hier in diesem kleinen Gewässer in Fuxania City, das wir noch nicht eingefangen haben. Das will ich natürlich nachholen, insofern es mir möglich ist, aber ich glaube schon, dass wir das schaffen sollten. Sogar mit dem ersten Superball. Sehr, sehr, sehr fein. So, Quapsel. Die kurzen Beine dieses Pokémon sind zum Laufen kaum geeignet. Es bewegt sich daher schwimmend. Also, wer ist von euch eher so der Schwimmer und nicht so der Läufer? Es ist der gute alte Pokémon. Pokémon? Der gute alte Pokémon Freak. Ne, natürlich Pokémon Freak. Oder auf YouTube Pokémon Freak 99. Zu dem kann ich auch sogar was erzählen. Ne, Moment. Wollen wir nicht erstmal schauen, ob hier irgendwas. Oh, Toppe Leber. Geniale Sache. Zu dem kann ich auch was erzählen. Und zwar, der gute schreibt erstens relativ häufig Kommentare. Dann zweitens ist er ein Landsmann von mir und drittens hat sich da so eine ganz witzige Szene ereignet, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten will. Und zwar hat mir irgendeiner in Skype so eine Adresse zu irgendeinem Pokémon, Pokémon Minecraft Server gegeben und ich bin einfach da drauf gegangen. Und war dann irgendwie zwei Stündchen, sagen wir es mal so. Und Drangfist setzt mir erstmal nach hinten. War da halt so zwei Stündchen und da haben mich auch irgendwie insgesamt vier Leute wiedererkannt, obwohl ich eigentlich im Spiel ja nicht mal Focker heiße, sondern, also in Minecraft, sondern wie ihr vielleicht wisst, heiße ich da Tullian und die haben mich wiedererkannt und jeder, der mich gefragt hat, hey, bist du nicht Focker? Dem habe ich dann so gesagt, so, wer ist Focker? Ist sicher so ein scheiß Let's Player. Nee, ich habe gefragt, so, wer ist Focker? Und haben sie gesagt, ja, so ein Let's Player auf YouTube. Dann habe ich so gesagt, oh, der ist sicher voll kacke, bla bla bla, ich würde mich doch niemals Focker nennen, das ist voll der behinderte Name und so. Und die alle waren so völlig verwirrt. Ich hatte schließlich auch noch mal ein Skin an, also diesen Seehund da mit dem roten Käppchen und dem gelben Pulli, falls ihr wisst, welchen ich meine. Und die waren halt völlig verwirrt, weil sie dachten halt, ich wäre der Focker, aber ich habe sie so ein bisschen getrollt. Und er war der Letzte an dem Tag, der mich angeschrieben hat, da auf diesem Server, der gesagt hat, hey, du bist doch Focker. Und ich so, hä, was, wer ist Focker, was soll das bedeuten? Und dann hat er halt so gesagt, hä, bist du nicht Focker? Und dann hat er sogar noch mit mir Serbisch gesprochen, weil er, wie gesagt, Landsmann ist. Und ich so, ich weiß gar nicht, habe ich so getan, als ob ich gar kein Serbisch kann. Ich glaube, ich habe sogar getan, als ob ich kein Serbisch kann. Und dann war er halt auch völlig verwirrt. Und er hat mir dann auch als zweites von den vier Leuten, die mich angesprochen haben, es haben mir dann nur zwei geschrieben auf YouTube, hat er mir eine Privatnachricht geschrieben, so, hey, habe ich dich da gerade auf dem und dem Server gesehen? Und da habe ich da die Situation natürlich aufgelöst, habe so gesagt, ja, das war er, haben auch ein bisschen getrollt und war ganz witzig eigentlich. Tut mir leid an die gedacht haben, ich wär's, und dann habe ich halt gesagt, ich bin's nicht, aber war's dann doch. Sollte halt nur ein bisschen Spaß sein und ja. Ich wollte nichts Böses, ich wollte nur ein bisschen trollen. Trollololololol war ich schon hier drin. Ja, hier war ich schon drin. So, wir erkunden jetzt nämlich erst einmal die Stadt so ein bisschen, schauen die Häuser rein, da gehen wir erst spät rein, nachdem wir die Arena gemacht haben. Du kommst hier nicht rein, okay. Du kommst hier nicht rein. Er hat gesagt, du kommst nicht rein. Ja, ich hab's gehört. So, aber natürlich nicht die Arena. Wie ihr seht, ist die versperrt. Sondern wir machen die Arena hier. Ist auch eine Arena.
was ich am Anfang, als ich klein war, nicht glauben konnte. Ich habe mich immer gefragt, was ist das für eine Arena, wo man gar keinen Orden bekommt. Ist ja voll seltsam. Was ist denn das, Doppelkämpfe oder? Ach nee, aber wieso greift der Typ mich von so weitem an und nicht der von links? Na gut, egal, soll mir recht sein. Auf jeden Fall, ja, Pokémon Freak, ich hoffe, dir gefällt auf jeden Fall, was hast du überhaupt? Quapsel, genau. Ich hoffe, dir gefällt Quapsel und ich hoffe, du bist mir auch nicht mehr böse wegen der einen Sache da auf dem Minecraft-Server. Ich fand's auf jeden Fall witzig, also ich kann mich nicht beklagen. So, wir werden auf jeden Fall noch in diesem Part einen weiteren User bzw. eine weitere Userin nach einem Pokémon benennen, denn wie ihr vielleicht wisst, bekommt man zwar in dieser Arena leider keinen Orden, aber dafür bekommt man was ganz anderes, was ganz Tolles. Und das ist auf jeden Fall ganz anders und ganz toll. So, ihr müsst nämlich auch mich entschuldigen, falls ich irgendwie momentan zu viel Scheiße labere oder zu viel Gequillere. Sowas, wenn ich so viel zu viel schreibe. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall bin ich gerade vor kurzem aufgewacht. Denn ich habe ein Abendschläfchen gehalten. Nicht Mittagsschläfchen, sondern ein Abendschläfchen. Habe so ein heißes Fläschchen Milch genommen, habe dran genuckelt und dann bin ich seelenfriedlich eingeschlummert. Ihr müsst nämlich wissen, ich habe die Nacht bzw. die letzten drei Nächte irgendwie insgesamt keine 10 Stunden geschlafen. Ich armes Kerlchen, und da war ich so müde und dann war die Milch da in meinem Lieblingsfläschchen. Jetzt denkt wahrscheinlich jeder, ich habe so ein Fläschchen. Ja, ich habe ein Fläschchen. Es ist pink und da ist Benjamin Blümchen drauf, dann ist Bibi Blocksberg noch drauf und Thomas. Ne, wie heißt der? Mist, hier kann ich ja vorspringen. Ah, komm, den springen wir nicht vor, dafür springen wir die nächsten zwei vor. Thomas, der Lokomotivführer? Ne, er heißt nicht Thomas, oder? Wie heißt noch? Die Lok heißt Emma. Tom. Ne, Jim Knopf heißt der Dunkelhäutige da. Jim Knopf. Und wie heißt der Lokomotivführer? Heißt der Thomas? Tom? Tommy? Timmy? Tammy? Tommy? Tödel? Trödel? So irgendwas heißt er doch, oder? Oder war es nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Nun gut, ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Der ist auch auf der Flasche drauf. Ist mein Lieblingsfläschchen, wie ich schon gesagt habe. Habe ich zu meinem ersten Geburtstag erhalten. Ich kann mich noch genau erinnern. Ah, was waren das für Zeiten an meinem ersten Geburtstag? Da war die Welt noch okay. Da war alles schön bunt. Beziehungsweise da war alles noch schwarz-weiß, weil ich nur schwarz-weiß gesehen habe. Ja, als Einjähriger sieht man auch schon bunt, oder? Keine Ahnung, aber als Kind, wenn man ganz klein ist, sieht man ja noch nicht so gut. Auf jeden Fall, man sieht auch nicht so gut aus, obwohl ich sah sicher richtig gut aus als Baby. Nee, ich finde Babys sehen richtig gut aus. Was labere ich da? Man sieht nicht gut aus als Kind. Ich labere irgendeine Scheiße. Kickli! Ja, jetzt ist die Frage, Leute, mögt ihr lieber Kickli oder Nocturne? Ich muss ja sagen. Ah, Mist. Das hätte ich natürlich wissen können. Ich muss ja sagen, ich finde Nocturne besser. Ganz einfach, weil ich finde, dass Nocturne cooler aussieht. Ich weiß nicht, Kickli sieht so obenrum so ein bisschen kahl aus, so. Ich weiß nicht. Außerdem ist ja Kickli die Hommage an Bruce Lee. Und Nocturne an Jackie Chan. Und ich muss ja sagen, ich mag Jackie Chan ein bisschen lieber. Zwar ist Bruce Lee so ein bisschen mehr oldschool, so ein cooler Sack. Wie zum Beispiel der liebe Chuck Norris. Man könnte ihn fast mit ihm vergleichen. Aber Jackie Chan ist einfach aktueller, da habe ich mehr von gesehen. Obwohl früher als Kind habe ich immer so schön die Bruce Lee Filme noch mit meinem Bruder geschaut. Ab und zu haben auch die Eltern zugeschaut. Das war noch abends so, ich weiß gar nicht wie spät es war.
weil die liefen glaube ich relativ spät. Aber wir mussten als Kind nicht unbedingt früh schlafen gehen, beziehungsweise wir konnten uns selbst einteilen, wann wir schlafen gehen wollen. Und dann sind wir meistens noch mit den Filmen eingeschlafen. Ah, das war so schön. Das war so schön, die gute alte Zeit. Als ob es gestern gewesen wäre. Aber es war in Wirklichkeit vorgestern, ja. So, damit haben wir hier den Arenaleiter besiegt. Sagst du nicht noch was? Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eins von beiden. So, ich nehme die Blume. Nee, hier ist Kikli. Können wir mitnehmen. Aber da ich, wie gesagt, Nocturne lieber mag, nehme ich Nocturne mit. Und benenne es natürlich nach einem von euch. Nämlich nach dem oder der lieben Rockerback oder auf YouTube Rockerback. Lieber Rockerback, ich hoffe dir gefällt Nocturne. Ich hoffe dir gefällt nicht irgendwie Kikli lieber. Weil, ich habe jetzt Nocturne genommen und dir muss Nocturne besser gefallen. Ne, auf jeden Fall, wie gesagt, Bruce Lee Filme, ey, die waren einfach spitzenklasse damals. Sie sind noch immer noch heute klasse, muss ich sagen. Und Jackie Chan Filme natürlich auch. Da gibt es immer diese eine, wo er immer betrunken werden muss und die ganzen Formen da macht. Formen. Also die ganzen, wie sagt man, nicht Form, sondern diese ganzen Kampftechniken einführt. Da gibt es zum Beispiel den Kranich, den fand ich ja am coolsten, den Kranich, den er da gemacht hat. Und dann gibt es natürlich auch andere ganz coole, aber an die ich mich leider nicht erinnern kann. Auf jeden Fall wusste ich als Kind nicht mal, dass das Alkohol ist, beziehungsweise ich wusste natürlich schon, dass es Alkohol ist. Aber ich wusste natürlich nicht, was genau Alkohol denn ist. Und dann dachte ich so, oh, das muss ja was richtig cooles sein, so ein irgendwie Getränk, bei dem du dann so richtig cool drauf bist und dann kannst du richtig cool kämpfen. Ha. Und deswegen bin ich heute ein Alki. Oh. Hier springen wir vor und beim nächsten dann nicht mehr. So habe ich jetzt gerade frisch entschieden. Ach ja, das waren schöne Zeiten. Habt ihr früher auch immer Bruce Lee Filme geschaut oder Jackie Chan Filme oder einfach so diese alten Kampffilme, die so cool waren? Ja. Zurück zum Thema Nocturne gegen Kikli, genau. Und zwar, früher, fast alle meine Freunde hatten lieber Kikli, weil die hatten irgendwie das Gefühl, beziehungsweise ihre Argumentation war, Kikli tritt ja mit den Füßen zu, beziehungsweise mit den Beinen zu und dadurch ist ja Kikli stärker als Nocturne, weil man kann halt einfach mit den Füßen, beziehungsweise mit den Beinen stärker zutreten als mit den Fäusten. Das war immer ihre Begründung, deswegen mochten sie Kikli mehr. Fand ich irgendwie eine schwachsinnige Begründung. Ich mochte Nocturne mehr, weil, wie gesagt, Nocturne sah so irgendwie so ein bisschen putzig aus, so mit seinen Handschüchen und dann war noch irgendwie so flink wie ein Schmetterling und stach zu wie eine Biene, also so ein richtiger Boxer halt. Obwohl ich ehrlich sagen muss, dass ich eigentlich so Boxen gar nicht richtig mag. Boxen finde ich eher langweilig, ein bisschen primitiv. Aber nun gut, so Kampfsportarten wie zum Beispiel Muay Thai finde ich interessanter als Boxen, aber jetzt auch nicht so interessant. Ich bin sowieso nicht so der Kampfsportfreund. Vielleicht sieht es bei auch anders aus. Wer weiß. Ach ja, übrigens, sagt mir dann auch, wenn ihr sagt so, ja, ich mag Nocturne oder ich mag Kikli lieber, sagt mir auch, wieso ihr das eine oder das andere Pokémon lieber mögt. Mögt ihr das eine auch eher, weil es irgendwie mit den Füßen zutritt oder halt mit den Fäusten? Oder mögt ihr das andere lieber, weil euer Lieblingsschauspieler der liebe Bruce Lee ist oder der liebe Jackie Chan? Bei Jackie Chan fand ich auch immer cool, der macht alle seine Stunts selbst, beziehungsweise hat er früher gemacht. Ich weiß ja nicht, wie es heute ist. Heute ist er ja ein bisschen in die Jahre gekommen.
Und da kann es durchaus sein, dass er vielleicht nicht mal alles tanzen macht. Aber ich habe mal so eine Dokumentation über ihn gesehen und ich fand das einfach richtig cool. So jeder andere Hollywood-Star macht irgendwie, hat irgendwie 50.000 Stuntmänner und er macht einfach seinen Stunts noch selbst. Das fand ich einfach richtig cool. Ja, muss ich sagen. Vielleicht hat es Bruce Lee auch getan. Über den habe ich nie eine Doku gesehen. Vielleicht hat es auch getan. Finde ich auch cool. Auf jeden Fall finde ich das cooler als irgendwie Stuntman. Obwohl ich kann es verstehen, wenn man Stuntman hat, die diese Arbeit für einen machen. Keine Ahnung, ich finde Jackie Chan, obwohl ich ihn natürlich überhaupt nicht persönlich kenne und auch noch nie im echten Leben gesehen habe, finde ich, der ist irgendwie so ein bodenständiger Typ. Einfach vom Charakter her würde ich sagen, der Typ ist bodenständig. Also in Wirklichkeit ist es gar nicht, ist völlig abgehoben. Nee, ich glaube echt, der ist ein richtig dufter Kerl, der hat glaube ich nicht allzu viel Star-Allüren. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich kann es ja nicht so gut einschätzen, da ich ihn, wie gesagt, nicht kenne. Kann ich hier wieder vorspulen, oder? Nicht, ich weiß nicht. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorspulen. Deswegen mache ich es bei diesem Kampf jetzt nicht, sondern erst wieder beim nächsten Mal. Ja, aber wie gesagt, manchmal hat man echt so, von gewissen Stars hat man den Eindruck, hey, der oder der ist doch relativ bodenständig. Von Jackie Chan habe ich das Gefühl. Früher habe ich auch immer Jackie Chan gesagt. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Auch meine Chan oder Chan sagt, ist im Grunde doch egal, oder? Hauptsache, man mag den Schauspieler und ich mag ihn auf jeden Fall. So, Jackie Chan hatte sogar einen Zeichentrickfilm. Den fand ich sogar richtig, richtig cool. So mit seiner Nichte, oder was war das? Ich glaube, es war seine Nichte, wo er so diese ganzen Talismane da suchen musste, beziehungsweise, genau, er war Archäologe. Genau, das war's. Und dann hatte seinen Onkel, der ihn immer so geschlagen hat. Und das war alles ganz witzig. Habt ihr das auch früher gesehen? Den Zeichentrickfilm. Ich glaube, der lief auf Kabel 1. Aber natürlich gibt es auch andere Sender wie Pro7, Vox, den einen Sender mit RTL, jetzt habe ich es doch gesagt. RTL wollte ich eigentlich nicht nennen, aber jetzt kommt ein RTL-Joke. Achtung, aufgepasst, das N in RTL steht für Niveau. Fucker, bist du doof? In RTL steht gar kein N. Ich verstehe den Witz gar nicht. Facepalm. Na gut, egal. Hier Natty Karl. Wo bin ich stehen geblieben? Zeichentrickserie von Jackie Chan. Wie gesagt, die fand ich cool. Ich fand das richtig cool. Obwohl ich es am Anfang so ein bisschen seltsam fand, dass er eine Zeichentrickserie hat. Aber am Ende fand ich es auch richtig cool. Da hat er irgendwie immer Fragen beantworten von Zuschauern, die ihm halt Fragen gestellt haben. Ich muss aber sagen, Karate Kid, da hat er ja auch mitgespielt. Den Film fand ich richtig. Ja. Yeah. Es war natürlich ein Remake oder ein Reboot oder wie auch immer vom Original Karate Kid. Und es war einfach nicht ansatzweise so gut. Es war so richtig kinderfilmmäßig getrimmt. Natürlich ist Jackie Chan eher so Sparte Kinderfilm. Natürlich schauen auch Erwachsene seine Filme, aber er ist halt so ein Knuddel, so ein knuddeliges Gesicht, finde ich. Und ich glaube halt doch größtenteils, dass seine neueren Filme eher für Kinder gemacht worden sind oder gemacht wurden. Und das hat man so richtig, richtig bei Karate Kid gemerkt. Es war einfach so ein 0815 Film. Ich habe ihn übrigens auch nur wegen Jackie Chan geschaut und natürlich auch, weil ich ein kleiner Karate Kid Fan bin, jetzt nicht so ein richtiger, so Hardcore Fan, aber so Mr. Miyagi fand ich halt doch cool und dann wollte ich schauen, ob der neue Ableger da mithalten kann und konnte er absolut überhaupt nicht, also kein Stück wirklich. Kein Stück konnte mithalten. Ich war richtig, richtig, richtig enttäuscht. Ich wusste natürlich, dass er nicht so irgendwie Spitzenklasse wird, wie irgendwie das Original. Aber ich fand ihn richtig schlecht.
Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr Karate Kid gesehen? Wie fandet ihr ihn? Vielleicht fandet ihr ihn richtig gut. Kann ja auch sein. Ist ja Geschmackssache im Großen und Ganzen. Aber ich fand ihn, wie gesagt, eine riesengroße Enttäuschung. Aber nun gut, muss ja nicht alles gut sein. Genau das wollte ich noch sagen zu Sachen von wegen Schauspieler, die mir sympathisch vorkommen. Zum Beispiel bei Tom Hanks. Tom Hanks mag ich auch irgendwie richtig gerne. Ist einer meiner Lieblingsschauspieler übrigens. Tom Hanks habe ich irgendwie auch das Gefühl gehabt, der ist auch so ein richtig bodenständiger Schauspieler, der irgendwie keine Star-Allüren hat. Und dann habe ich irgendwas bei Twitter nachgelesen, dass der liebe Tom Hanks beim neuen Wetten, das war. Und die haben da irgendwie so eine neue Regelung. Ne, ich habe das bei 20 Minuten online gelesen auf der App. Schlagwerbung, egal. Auf jeden Fall habe ich es da nachgelesen und da stand, dass er halt da die ganze Sendung überbleiben musste. Er wollte irgendwie früher gehen, er wollte halt einen kurzen Auftritt machen und dann musste er aber die ganze Sendung überbleiben. Und das hat ihm gar nicht gefallen und da hat er die ganze Zeit so gelästert bei den amerikanischen Medien. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich kann es ehrlich gesagt völlig verstehen, wenn der da keine Lust hat, den Moderatoren zuzuschauen, wie sie da rumhampeln und so weiter und so fort. Er hat natürlich Besseres zu tun, aber wenn es halt im Vertrag drinsteht, muss es ja mehr oder weniger machen. Aber auf jeden Fall, also ich kann es verstehen, dass er da keine Lust drauf hatte. Aber dass man dann so über die Sendung herzieht und so, ich finde, Wetten, das übrigens nicht eine gute Sendung oder so, also ist eine ganz ordentliche Sendung, aber ich schaue sie jetzt eigentlich nie, muss ich sagen. Auf jeden Fall fand ich es dann irgendwie ein bisschen, ja, so ein bisschen nicht hochnäsig, aber so ein bisschen, da hat man schon ein bisschen seine Star-Allüren so durchschimmern lassen. Er hat halt so richtig abgelästert über die Sendung. Die Sendung hat sowieso schwer mit dem, wer ist jetzt überhaupt da? Markus Lanz, oder? Der Lanz. Ja, was hat Markus Lanz moderiert? Hat er nicht irgendwie so eine eigene Sendung bei ARD oder ZDF oder so irgendwie? War das nicht so? Auf jeden Fall ist er der neue Moderator von Wetten, dass. Ich fand übrigens, sie hätten Wetten, dass nie und nimmer weiterführen sollen. Denn Wetten, dass ist für mich mit Thomas Gottschalk gestorben eigentlich. Ich war, wie gesagt, früher... Oh, ups, ich merke gerade, dass ich die ganze Zeit Konfusstrahl einsetze. Ich war, wie gesagt, noch nie so ein richtiger Wetten, dass Fan. Aber seitdem Thomas Gottschalk weg ist, habe ich keine einzige Sendung gesehen. Michelle Hunz, ja, oh, ich wollte Ruckzuckhieb machen, Mann. Jetzt, ach Idiot. Habe ich überhaupt Ruckzuckhieb? Ah, egal. Michelle Hunziger ist ja auch irgendwie weg, die gute alte Schweizerin. Die ist genau, die ist bei Supertalent. Schnell, ah, Thomas Gottschalk ist auch bei Supertalent. Das habe ich irgendwie so mitbekommen, mitten in der Staffel und ich so, wie tief seid ihr gesunken, verdammt. Wo ist Bruce Darnell hin? Macht er wieder eine Phonik-Werbung oder was? Was ist mit dem los? Wieso ist er nicht mehr da? Ich fand, Supertalent habe ich auch nie richtig geschaut, aber ich fand da die Sylvie und den Bruce, die haben eigentlich ganz gut da reingepasst. Dieter natürlich immer mit seinen scheiß Kommentaren. Aber nun gut, ich bin halt kein Fan von solchen Castingshows. Auf jeden Fall habe ich wieder viel um den heißen Brei geredet. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, dem lieben Pokémon-Freak und dem lieben oder der lieben Rocker Black haben die Pokémon gefallen, die sie geworden sind. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Da werdet ihr hoffentlich dann, werdet ihr halt nach einem Pokémon benannt, beziehungsweise ein Pokémon wird nach euch benannt, das sage ich irgendwie immer falsch. So, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part, meine lieben Freunde. Man sieht sich, schönen Tag noch und tüdelü!